Jeder kennt Atlantis, die unglaubliche Stadt, die im Meer versunken ist. Viele glauben sogar, dass Atlantis der Ursprung aller modernen Zivilisationen war. Heute ist Atlantis nur noch ein Mythos, aber was wäre, wenn die unglaublichste Legende aller Zeiten wahr wäre? Internet, was geht? Ich bin Marius and welcome back to this channel. Jeder von euch kennt die Geschichte von Atlantis, eine unglaubliche Kultur, die schon vor 11.000 Jahren sehr, sehr weit fortgeschritten war. Ein wahres Utopia. Doch dann, innerhalb eines Tages, sank dieses Paradies auf dem Boden des Meeres und wurde seitdem nie wiedergefunden. So berichtet es zumindest der berühmte griechische Philosoph Platon, der das erste Mal diese Geschichte 360 vor Christi in seinen Büchern Timaeus und Critias aufgeschrieben hat. Und dabei bleibt es auch. Platon ist bis heute unsere einzige Quelle, wenn es um Atlantis geht. Wir haben von niemand anderen irgendein Schriftstück, was diese unglaubliche Kultur erwähnt. Und deshalb sind viele heutige Historiker der Auffassung, dass Platon sich diesen unglaublichen Ort nur ausgedacht hat, als eine Art Mahnmal dafür, dass selbst die großartigsten Kulturen innerhalb von einem Tag untergehen können. Und trotzdem suchen seit Jahrhunderten Entdecker und Archäologen nach diesem versunkenen Paradies. Denn wie ihr in diesem Video hier merken werdet, gibt es genügend Hinweise darauf, dass diese Stadt wirklich mal existiert haben könnte. Man denkt nur mal an den Mythos von Troja, den man auch jahrhundertelang für eine komplett erfundene Legende gehalten hat, bis 1870 die Stadt Troja wirklich gefunden wurde. Und jetzt die Frage, könnte Atlantis dasselbe passieren? Und zu unserem Glück beschreibt der Platon die Stadt ziemlich genau, wie groß sie war, wie sie aussah und sogar, wo sie gelegen haben soll. Ja, nur woher soll der Jude Platon das eigentlich wissen? Denn selbst zu seinen Lebzeiten vor über 2000 Jahren gab es Atlantis schon 9000 Jahre nicht mehr. Platons Schriften zeigen nämlich, dass er all seine Infos über Atlantis von seinem Vorfahren Solon, der ungefähr 200 Jahre vor ihm gelebt hat, überliefert bekommen hat. Dieser Solon war ein großer griechischer Staatsmann, dem sogar nachgesagt wird, die Demokratie erfunden zu haben. Und dieser Solon war halt zu seinen Lebzeiten in Ägypten, um die Ursprünge unserer Zivilisation zu erforschen. Und ich sag mal so, er wurde mehr als fündig. Ein ägyptischer Priester erzählte ihm nämlich von dem verlorenen Königreich Atlantis und zeigte ihm Hieroglyphen, die das bekannte Schicksal von Atlantis beschreiben. Doch in diesen Hieroglyphen gibt es ein sehr interessantes Detail. Ägypten soll nämlich eine ehemalige Kolonie von Atlantis sein. Und so sollen die Ägypter auch an die Infos über Atlantis selbst gekommen sein. Leider gibt es den Tempel von Sais, in dem sich das Ganze abgespielt haben soll, heute nicht mehr. Aber trotzdem wissen wir dank Solon und Platon heute noch von der Legende von Atlantis und können vielleicht die verlorene Stadt heutzutage noch wiederfinden. Okay, dann machen wir uns mal auf die Suche nach Atlantis. Laut Platon soll nämlich Atlantis in der Nähe von Gibraltar und den Säulen von Herakles liegen. Außerdem soll die sagenumwobene Stadt in der Mitte einer flachen Ebene liegen, die von einer Gebirgskette umgeben ist. Und Atlantis sieht laut Platon ganz anders aus als eine normale Stadt. Hier sind Platons Worte mal so frei übersetzt. Es gab wechselnde Zonen von Land und Wasser, größer und kleiner, die sich gegenseitig umkreisten. Zwei von Land und drei von Wasser. Laut Platon soll die gesamte Ringstruktur einen Durchmesser von 127 Stadia einer alten griechischen Messeinheit haben. Das sind ungefähr 23 Kilometer. Das Ding war also verdammt riesig. Im Zentrum von Atlantis soll der König gelebt haben samt der Elite und es gab dort den berühmten Tempel von Poseidon. Auf dem ersten Landring soll eine große Anzahl von Priestern gewohnt haben, während auf dem zweiten Wasserring die große militärische Schiffsflotte von Atlantis zu Hause war. Auch der zweite Landring war komplett dem großen Militär von Atlantis vorbehalten. Erst auf dem äußersten und dritten Landring, auch dem größten, lebte die normale Bevölkerung. Laut Platon soll er sehr, sehr dicht besiedelt sein, also quasi wie so eine Art Downtown Atlantis. Und ihr merkt schon, ich habe das Ganze jetzt ziemlich krass zusammengefasst und trotzdem haben wir schon ein sehr, sehr genaues Bild, wie Atlantis ausgesehen hat und wo es ungefähr lag. Wie kann sein, dass das noch niemand gefunden hat? Ja, also viele Menschen glaubten schon, Atlantis gefunden zu haben. So auf der ganzen Welt, über Afrika, Asien bis hin in die Antarktis haben Menschen schon gedacht, sie hätten Atlantis gefunden. Aber keiner der gefundenen Orte entsprach Platons genauen Beschreibungen. Doch in den letzten Jahren machte der Forscher George S. Alexander eine unglaubliche Entdeckung, also wirklich unglaublich. Mitten in den Tiefen der vergessenen Weiten der Sahara in Mauretanien gibt es eine Struktur, die Wissenschaftler seit Jahren vor Rätsel wirft. Das Auge
Afrikas. Und das ist so riesig, dass man es ganz easy sogar vom Weltall sehen kann. Während das ganze Auge ungefähr einen Durchmesser von 50 Kilometer hat, haben die mysteriösen symmetrischen Ringstrukturen in der Mitte einen Durchmesser von 23 Kilometern. Und die Zahl kommt uns so ein bisschen bekannt vor, denn die Ringstrukturen von Atlantis sollten ja auch einen Durchmesser von 23 Kilometern haben. Also genau dasselbe. Leute, glaubt mir, das ist erst der Anfang der Gemeinsamkeiten. Denn wenn wir jetzt mal die Struktur vom Auge Afrikas mit der Struktur von Atlantis vergleichen, wie Platon sie beschreibt, sehen wir, das ist echt verdammt ähnlich. Aber, stopp. Atlantis liegt ja, wie wir alle wissen, am Meer, denn das ist ja auch im Wasser versunken und so und war eine Hafenstadt. Das Auge Afrikas liegt in der Mitte von der Wüste. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Das ist eine gute Frage, aber wir müssen auch bedenken, dass diese ganze Region vor 11.000 Jahren noch ganz anders aussah. Dafür finden wir selbst heute noch Hinweise. Wenn die Theorie von dem George stimmen sollte, müsste ja das gesamte Wüstengebiet um diese Struktur herum mal unter Wasser gewesen sein. Und Leute, ich konnte es beim Recherchieren auch nicht ganz glauben, tatsächlich. Überall in diesem ganzen Wüstengebiet, selbst weit im Landesinneren, findet man überall Muscheln, Schiffswracke oder sogar Walskelette. Es gibt also keinen Zweifel, vor nicht allzu langer Zeit muss diese komplette Area mal der Meeresboden gewesen sein. Und jetzt langsam müsste man sich wirklich mal fragen, könnte dieses Auge Afrikas die Überreste von Atlantis sein. Und by the way, die Frage, ob es wirklich Atlantis gibt, kam von dem lieben Alex. Und wenn du jetzt auch noch eine verrückte Frage in deinem Kopf hast, hau die unten in die Kommentare und vielleicht bist du dann auch für das nächste Video verantwortlich. Und ansonsten, wenn du das nächste Mal mit dabei sein willst, hau einfach auf den Abo-Button. Der ist nicht so schwierig zu erfinden wie Atlantis. Der ist direkt da. Einfach drauf drücken. Also es gibt mittlerweile schon echt viele Hinweise, dass das wirklich Atlantis sein könnte. Was sagt denn der Platon noch so? Die Berge von Atlantis wurden für ihre Anzahl, Schönheit und Größe gefeiert. Und damit hat er recht, die Gebirgskette in der unmittelbaren Gegend vom Auge Afrikas ist wirklich beeindruckend. Es scheint also alles genau so, wie es Platon vor über 2000 Jahren beschrieben hat. Und ich würde euch jetzt echt gerne sagen, hey, wir haben auf jeden Fall Atlantis gefunden, aber bis heute wurden an der Stelle noch nie Ausgrabungen gemacht. Das heißt, wir können noch nicht sagen, ob es da wirklich mal eine Kultur gab oder nicht, weil wir haben noch nicht wirklich danach gesucht. Aber vielleicht finden wir Atlantis tatsächlich dort, wo wir es am wenigsten erwarten. Unter dem Sand einer Wüste anstatt am Meeresboden. Und jetzt, Leute, bin ich echt gespannt. Stimmt mal hier ab, ob ihr denkt, dass es Atlantis gibt oder nicht. Ich bin einfach super gespannt auf die Ergebnisse. Und das war wirklich jetzt auch nur ein kleiner Ausschnitt von all den Infos, die es zu diesem Thema gibt. Und wenn ihr euch dafür interessiert, ich habe euch ein paar Sachen unten in die Videobeschreibung gepackt. Ansonsten könnt ihr hier noch ein anderes Video anschauen und runter meinen Channel abonnieren. Folgt mir gerne auf Instagram und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Haut da rein, bleibt awesome. Cool, dass du das Video zu Ende geschaut hast. Und wir sehen uns. Ciao!